schicke dir einfach mal random Link, also Links in Ding rein. Für später. Wenn du Zeit hast. Ich kann kurz gucken. So, aber meinen leak ich, ne? Das ist ja gar nicht gut. Also, unsere Unterhaltung leak ich ja dann. Mach mal kurz weg, bitte. Drei, warte. Hab ich? Also nicht, dass das schlimm wäre, aber... Ach, wir schreiben doch nichts. So. Alles lecken! Also die fand ich besonders schlimm, die JBL-Dinger. Es sind halt alles so günstige. Ich habe da ein bisschen durchgetestet, aber auch einiges wieder zurückgeschickt. Ich zeig dir nur was. Kann ich auch gleich im Stream zeigen, möchte mal die alle suchen. Die ich alle schon getestet habe. Ach nee, das war nicht Ding, das war Shure sind die. Die Shure. Das war gar nicht Rode oder so, Sennheiser, das war Shure. Ja, es kann auch sein, dass ich gerade Shure meinte. Aber irgendwie haben wir uns darauf eingependelt. Die da. Ja, die Shure werden oft auf der Bühne eingesetzt. Genau, und ich hatte mir genau solche geholt. Und dann mit einem extra Kabel noch. Ich dachte mal, wenn es für die gut ist, für mich auch gut. Habe ich aber zurückgeschickt, ging da nicht mehr. Irgendwie hat ein Ohr gesponnen. Ich schick dir mal einfach die Dings, die ich alle schon probiert habe. Damit du siehst, was ich da alle schon... Ach so, die Anker, die sehe ich jetzt gerade, die ich da geschickt habe, die hab ich momentan in meinem Handy, falls du so... Weil ich kann mit meinem Handy nur noch per Headset telefonieren, weil meine Box fast kaputt ist. Das ist schon ein altes Handy, will ich machen. Wisst ihr, ich habe schon einiges probiert, aber die richtigen, glaube ich, kommen jetzt noch. Weiß nicht genau, wo sind die denn? Ja gut, die sind halt auch... Ja, Shure halt. Ja, das ist halt, die kenne ich auch sehr gut. Eigentlich sind die gut, ne? Nur ich fürchte, wenn du mit denen nicht glücklich wirst, wirst du generell mit solchen Ehen nicht glücklich werden. Außer es lag halt wirklich an den Ohrpolstern. Die hier, 2016, die mit Metall. Ich kann das ja hier auch zeigen, warte, noch ein bisschen Alibi-Screen. Die hier mit Metall war das echt komisch, die muss ich immer so ins Ohr reindrehen, die ging immer raus. Die letzten, die ich dir geschickt habe, also die habe ich auch schon probiert. Dann hatte ich. Ich habe halt so viel über die Jahre halt. Ist es jetzt. Ding von den letzten 10 Jahren fast hier. Und das alles hat mir nicht so getaugt. Nur weil ich da schon getestet habe. Alles nicht so hochwertig und qualitativ. Aber ich habe es halt versucht. Und ich glaube, die roten da, die sind, glaube ich, die teuersten gewesen, weil die so richtig fett in ihr sind. Aber trotzdem haben die nicht wirklich gepasst, muss ich die immer so ins Ohr reindrehen und die kamen immer raus. Mal, ich habe die war noch. Und weißt du, was krass war bei diesen Metalldingern? Wenn ich die ins Ohr reingetan habe, hatte ich immer Metallgeschmack im Mund. Das war so richtig ekelhaft. So richtig seltsam, weiß nicht warum. Siehst du mein Bild? Ach so. Kann ich das zeigen jetzt? Ja. Oh. Ah ja, die Sennheiser, okay. Ja, und da siehst du ja so eine kleine Schraube. Dann kannst du den Bass in, das ist 1, 2, 3, 4, in 5 Stufen einstellen. Mhm. Aber ich sag mal, ist nicht günstig. Boah, nee, also. Das kannst du vergessen. Alter. Was haben denn eigentlich die Dinge gekostet, die Schuhe, die ich dir gezeigt habe, ich habe die ja wieder zurückgeschickt, keine Ahnung, was haben die denn gekostet gehabt? Samsung.
Ja, also bei denen kannst du auch die Kabel zum Beispiel wechseln. Das ist schon ein gutes Stück Technik. Oh, die gibt's nicht mehr. Ach, die gibt's nicht mehr. Lol. Wenn ich auf Amazon den Link öffne, gehen die nicht mehr. Lol, warte. Hier. Shure SE215. Ja, aber das mit dem Kabelwechseln wurde dem zum Verhängnis, weil wenn du bei den Schuhen siehst, du kannst die so rausziehen an dem Ding selbst und das ging halt so schwer, dass sich das irgendwie so dann irgendwann bestimmt gebrochen hat oder so, keine Ahnung. Es ging ja so schwer rauszuziehen. Ich habe noch Ersatzkabel bestellt, auch Kabel, die lockerer sind, aber was sind ja vom Preis? 109 sind die, okay. Habe ich hier zurückgeschickt. Hier, sowas ist das. Das ist Memory-Schaum-Ohrstöpsel. Die sind sehr weich und passen sich halt deinem Ohr ziemlich gut Ein an. Gummi, geil, Mann, ist ja super. Wenn wir die schauen, okay, das ist gut. Ja, aber das sind nur die Ohrstöpsel, da keine Kopfhörer, oder? Nee, die musst du dann halt auf dein Drauf Kopftuch in tun. deiner Wahl draufstecken. Also die kosten jetzt hier 10 €, aber ich kann mir vorstellen, dass du die hier auch bei Amazon für 3 € findest, wenn du ein bisschen guckst. Hier 8 €, 8,50 €. Weiß nicht, ob ich die Kamera. Warte, wie kann ich das in der Kamera halten? Warte mal. Ich würde dir In gerne meine Weiß für acht zeigen. Euro. Ich würde dir gerne meine zeigen, was ich jetzt habe. Ich weiß nicht genau, wo die drin waren. Kannst du den Stream sehen oder so? Ja. Dann kann ich dir das mal zeigen. Ich tue das mal nur in die Kamera halten. Ich kann es nicht genau. Hier, solche habe ich gerade. Siehst du das? Das sieht wie AirPods aus. Ich habe aber noch nie irgendwas mit Apple gehabt. Wir sind das so Ja, nachgemacht und okay. keine Ahnung. Ich habe Naja, kann sein. nie ein Apple-Ding hier gehabt. Aber die sind echt gut vom Sound her. Also, Sound ist sehr geil. Kann auch mit den Kopfhörern, die ich habe, so mithalten. Nur rutschen halt raus bei jeder kleinsten Bewegung. Weil sie halt keinen Halt haben an nichts. Weißt du? Aber sie sind schon stark. Haben bis jetzt von allen meinen Kopfhörern, die ich jetzt gehabt habe, diese In-Ear-Dinger den besten Ton. Und die anderen sind auch gut, die ich da geschickt habe, die. Ja, haben halt nicht so viel Bass wie also diese Dinger mit den Silikonstöpseln. Ist nicht immer Deswegen schlecht, aber klingen die wahrscheinlich auch ganz gut, weil da manchmal sich tut's mehr die weh. Höhen und sowas durchsetzen. Manchmal tut Bass halt so nah weh. Die da, die Anker hier, die sind auch super im Ton, aber die halten null. Die denkst du, die halten so mit dem Ding hier, aber die halten null im Ohr. Das ist so schwer hinten. Das ist hinten so schwer, das ist so komisch. Die haben halt keine Ahnung. Die halten gar nicht im Ohr. Das ist mit dem ist aber ein Headset fürs Telefon. Wenn ich überhaupt telefonieren kann. Muss ich halt immer Telefon zuerst, muss ich immer suchen. Probier es doch mal mit Sportkopfhörer. Sportkopfhörer haben ja diese Klammern, die du hinters Ohr hängst, und dadurch können die sich ja nicht mehr ganz so stark bewegen. Ja, aber mit der Klammer ist Kacke wegen Brille. Kann ich nicht. Das will ich nicht. Das nervt. Ja, habe ich schon getestet. Also habe ich auch schon probiert. Da Ja, kann dann ich. hilft halt nur noch im Ohr mit Memory-Schaum. Genau. Aber es schwitzt es dann nicht? Weil es ja nicht mehr atmungsaktiv dann, weil es ja komplett zu ist, dicht ist links, rechts. Also wenn ich laufen gehe, dann kannst du die Dinger am Ende ausbringen, ne? Also, ich sag mal schon, dass du da dran die Dinger schwitzen, ja. Klar. Ist das? Das ist halt nicht wie bei deinen, dass da noch so ein bisschen Luft rankommt. Ist halt komplett abgeriegelt.
Sowas habe ich ja auch schon getestet hier. Das Stream siehst du noch, oder? Ja. Sowas. Das ist jetzt zwar Bluetooth, aber gibt doch mit Kabel sowas. Das ist auch beschissen mit Brille oder generell im Ohr. Da schwitzt du auch oben wieder. Das ja, auch sowas schon Ähnliches habe ich ja. Nur, dass meine sehr viel dicker oben sind. Das sind so richtig große Oschis. Aber da sind ja auch Akkus und alles drin. Ja, ist ja hier auch. Ah, okay, ja. Aber halt, ja, keine Ahnung, wie gut oder wie stark. Ich zeig dir mal gleich, welche Ohrform mir am besten, zu mir am besten passt. Nur leider sind diese Kopfhörer, gibt es halt nicht mehr. Och, come on! Also, ist halt schade, dass du mit den großen Kopfhörern nicht so klarkommst. Weil da hast du natürlich schon den besten Sound. Ja, na klar, aber wegen den ganzen, erstmal wegen Brille. Und ich bin ja schon viel am Stream und hab nur Kopfhörer. Da haben die, und dann, manche haben ja schon Brille und sowas. Genau, aber dann ist es auch noch so, ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht Einbildung oder so nicht, wenn ich wieder auf den Kopf aufsetze, es war mit, werde ich müde. Ich werde einfach mit denen müder. Schneller, müder und kaputt. Und mir ist auch mit dem schneller schwindelig und auch die Augen sind. Also, wenn ich so Kopfhörer auf habe, wird man einfach schnell müde. Ist so. Okay. Also der Kopf ist warm, ich schwitze und werde müde. Hier, ich zeig dir mal. Ich fast musste dabei bleiben, ne? Oder mit Schaum halt irgendwas Gutes. Schau mal, das ist die beste perfekte Form für meine Ohren. Das sind Dinge, die passen am besten. Wir haben auch kaum die Label, leider sind die halt kaputt. Diese Form ist perfekt für meine Ohren. Hier, so, guck mal. Die haben am besten gepasst von allen. Ja, also die Kopfhörer, die ich so kenne in der Regel, also das sind auch so komische, ja. Die haben wirklich am besten gepasst. Die waren zwar jetzt auch offen, aber das ist der beste Bluetooth-Ton, den ich je gehört habe. Das ist der Bluetooth-Dinger. 20 Euro oder sowas, was waren die? Und... Also es kommt kein anderer Ton ran. Ich habe Samsung getestet, ich habe JBL getestet, ich habe Creative getestet, ich habe alle möglichen Marken probiert, aber kein Ton kommt an die hier ran. Keine Ahnung warum. Und die gibt es halt nicht mehr. Die gibt es nur auf AliExpress für 80 Euro jetzt und die kosten, oder für 200 Euro, keine Ahnung. Die gibt es da nicht mehr auf der Welt. Okay. Die habe ich damals auch benutzt, auch zum Raiden, und ich habe zwei Stück von denen. Wenn die einen leer waren, habe ich die anderen genommen und fertig, einfach getauscht. Also die waren halt ultra. Kann man sehen, ich habe sowas noch nie genutzt. Und das sind die zweiten gewesen, mit Farbe hin. Mich hat es halt immer abgeschreckt, dass die Dinger aus dem Ohr rutschen. Das hört man ja immer wieder. Genau, ich habe ganz viele probiert und getestet und die nicht. Die nicht. Da musst du schon springen, schüttelt mein Kopf links, rechts wie so ein Wahnsinniger. Dann vielleicht. Geht's ja immer irgendwie. Aber die nicht. Deswegen, das ist genau meine Ohrform. Die passt halt. Schau mal wie cool die tief drin sind. Siehst du das? Bei dem Kerl da? Habe ich eigentlich Vollbild nicht, oder? Ja. Das ist halt so schön tief drin. Die wären einfach geil halt. Um zu haben. Aber solche gibt es doch auch von anderen Herstellern. Meinst du nicht, dass du da noch einen findest, der so ähnlich ist? Nee, habe ich probiert, gibt es so nicht. Ich habe so viele Kopfhörer immer wieder probiert, getestet und auch zurückgeschickt. Kannst ja mal auf www.mpow.com gucken. Was ist denn das? Die haben ja auch ein paar In-Ohrs auf Lager. Vielleicht haben die ja genau sowas. Ach das sind die einen Kopfhörer oder was? Bei Mpow sind die Kopfhörer, die du jetzt auch genau. Schon liegen hast, die Marke. Genau, genau. Deswegen auf mpow.com. Vielleicht haben die ja sowas. Ich finde sogar, ich weiß nicht, ob diese Marke überhaupt bekannt ist, aber Avantri finde ich sehr, sehr geil. Davon habe ich mein Bluetooth-Ding. Avantri finde ich toll. Avantri?
Sagt mir nichts, ne. Da habe ich so gutes davon. Aber vielleicht gibt es die ja noch auf der Herstellerseite. Weil Empow zum Beispiel gab es früher bei Amazon, aber inzwischen verkaufen die da nicht mehr. Kopfhörer Dafür findest du überhaupt. dann bei eBay oder auf deren Homepage. Spurstil. Also solche sind die ekelhaft, habe ich auch schon probiert. Die sind halt die halt nicht richtig. Ach, schau mal, sowas ist auch okay hier mit dem Haken. Das hab ich. Solche sind auch okay. Solche habe ich sogar da, aber die gehen nicht mehr. Die da. So Ja, mit so einem kleinen ich habe Haken. die Sports, die Sport 2 oder wie sie heißen. Die sind gut, die sind okay. Zwar ein Kabel da, aber So, geh mal. Bluetooth kann ich halt jetzt nicht nehmen, weil Bluetooth einem eine Sekunde Verzögerung. Aber Kannst du mal generell sind einen die geil. zurückgeben? Vielleicht die da? Ich habe die roten. Und zwar ich glaube oben, also die Weißen Sie, die Flamme 2 oder sowas heißen die, glaube ich. Okay. Genau, die dritte von oben sind das, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, also weil die gibt es in. Nee, gar nicht wahr, von oben die zweiten. Die habe ich. Das sind die besten. Ich hab alle drei schon ausprobiert. Ui. Die in der Mitte finde ich oben am besten. Dann zeige ich Die dir mal, anderen habe ich noch nicht getestet. welche ich getestet habe, weil die sind ja eigentlich identisch von der Form oder fast so. Guck mal an. Sowas ist. Die sind aber scheiße gewesen. Die waren nicht gut. Die sind aber doch nicht so glücklich, wie ich dachte. Wisst ihr? Die waren nicht gut. Aber die waren, glaube ich, okay. Ui. Scheiße, wieso gehen die nicht? Da sind sie ja. Sind das die guten? Die hatte ich auch mal getestet, aber da ist Alexa, stopp. Die hat die auch mal getestet, aber da ist irgend. Es ist zwischen dem Hören. Also schau mal, die sind auch geil. Die haben ewig gehalten. Ewig gehalten. Kannst du so um den Hals hängen mit Batterieding hier. Aber wenn die so nach einer Stunde oder zwei war, dann links total leise und rechts war normal laut. Das ist nie wieder gut Oje. geworden. Das war total doof. Ja, die M-Pose, die ich habe, die wir gerade anguckt haben, die haben auch diese Schleife um den Hals, die du hinten da umhängst. Ist eigentlich ziemlich geil. Schau mal, die hatte ich auch. Oh, das gibt's doch nicht. Es sind keine. Also, alle, die ich schon mal hatte, sind despawned. Ja, die haben die ganzen Hersteller irgendwie von der Seite genommen. Ich weiß auch nicht warum. Hier, da. Was ist das? Hä? Das sind gar nicht die, aber okay. Willst du nicht mehr fahren? Doch, doch, hab voll Bock. Ich bin nur gerade so im Trott hier drin. Ich fahre sofort los. So ein Trott drin. Ich wollte eigentlich zeigen, die besten, aber ich weiß nicht mehr. Ich finde die nicht mehr. Hier. Ah, der gibt's eine E-Mail. Kannst du nicht vorstellen. Was denn? Ja, die sehen so ähnlich aus wie die M-Paus. So, egal. Ich wollte einfach irgendwelche in die okay sind, vielleicht. Weißt du? Die mit Ich Charme, fürchte, du bist irgendwelche in der Günst. Zwickmühle. Die großen Kopfhörer sind nicht dein Ding. Die Silikondinger sind zu schwitzig. Dann musst du Ja, ja fast bei denen bleiben, die du hast. schwitzig. Man kann es ja probieren mit diesem Stoff da, Schaumstoff. Was sind diese ein paar Also, Dinger? Haben die du sowas? kannst ja auch mal spaßhalber meine Razer für 30 Tage testen. Also von Amazon. Als B-Ware bestellen. Weil die haben ja zum Beispiel auch für Brille so Kerben, wo man die Brille
Brille durchschieben kann. Ja, aber das sind große Kopfhörer, ne? Und ich persönlich empfinde die Kühlpads schon als wirkungsvoll. Also die großen Kopfhörer, die du hast, ja, das geht aber nicht vom Kopf her, wegen meinem Tabletten alles. Ich kann das nicht im Kopf so haben. So lang. Wie gesagt, dass wir nicht die aufhaben. Die sind so leicht. Ist egal. Ich mag die gar nicht. Ist egal, der Kopf dröhnt. Das ist halt leider. Du, das sind 12 Tabletten, die die komplette Empfindung des Körpers komplett verändern, damit ich überhaupt überleben kann. Das geht halt gar nicht. Es ist halt leider so. Ich muss mal schauen. Ganz normale In-Ear-Kopfhörer, die einigermaßen okay sind. Die haben gar keine Kabellänge mehr, oder? So, so. Spritzes, TWS. Ganz normale In-Ears, die in Ordnung sind, kommen von Sennheiser. Die gibt's auch schon ab 15 Euro. Ja, passt doch. So angemessener Preis. Aber, wobei, warte mal. Die haben ja die Konsumersparte verkauft. Ich weiß gar nicht, ob sie die günstigen jetzt überhaupt noch herstellen. Müsste ich gucken. Können wir später gucken. Mal. Oder jetzt, wie du willst. Ich bin schon dabei. Die jetzigen sind schon geil, aber dieses da und den nachjustieren. Immer wieder. Und wenn ich schon so reindrücke ins Ohr, tut das Kabelgewicht sich schon wieder runter. Ich habe sie nie ganz drin im Ohr. Oha, guck mal. Soll ich Bild zeigen? Ist natürlich schon jetzt ein anderer Preis, ne? Aber. Ja, aber die sind ja wireless, ne? Das ist ja kacke mit Verzögerung eine Sekunde. Oder hast du jetzt wireless drin aktuell? Nee. Okay, ich sag's mal so, meine Razer sind wireless, da hast du keine Verzögerung, aber das ist auch kein Bluetooth, ne? Ja, wie lang halten die denn? Wann ist denn ein Zyklus? Schau mal nach. Das weiß ich nicht, aber ich wollte eigentlich noch günstigen gucken und nicht noch so teuer. Egal, sag trotzdem mal gucken. Wie lang halten die? Sehr, sehr schwer zu finden, ein Zyklus. Ich würde mal raten, jetzt ohne geguckt zu haben. Also jetzt unter 8 Stunden, das kannst du wegschmeißen. 2, 3, 4 Stunden ist ein Blödsinn. Da bringt mir das nichts beim Stream. Ich gehe eher so von 12 aus. Mm-mm. Niemals, gibt's gar keine. Doch, gibt's keine. Ja. Neun Stunden Wiedergabezeit. Ah. So. Plus. Ja, 9 Stunden, sag ich doch. Ach, das hab ich doch gesagt, 8 Stunden. 8, 9. Plus 18 Stunden. Ja, also meine haben 12. Die Wireless. Ja. Von Razer oder was? Link mit. Nee, die App auf. Schick mir die mal per Discord, wenn es okay ist. Ich tue damit das Bild weg. Welche denn jetzt? Die Sennheiser. Ja, einfach so mal so. Man kann ja doch probieren einiges, ne? Und was hast du denn als Sender? Was sendet denn bei dir? Ein PC. Du meinst jetzt die M-Pause? Also die Bluetooth-Dinger? Ja. Ja, das Bluetooth, ne? Aber welches? Ich hab's extra für Audio von Avantri. Mein Laptop hat Bluetooth eingebaut. Ach so, ganz normale solche oder was? Ja. Hä, echt? Also das Bluetooth, was du so im Handy und so hast. Das ist ganz normal oder wie? Ich habe extra Sachen dafür, so Audioteile. Warte. Oha. Das ist aber auch schick. Gibt es solche Bluetooth-Transmitter? Das habe ich nicht. Das habe ich. Das ist Ultra. Und den DG60. Warte. Guck mal, sind die von der Form nicht so ähnlich, wie du gesagt hast? Hier, die da. Aber ich glaube, die haben keine gute Laufzeit, wenn ich das mir so angucke. Die sind zu klein.
Ich guck mal lieber erstmal auf die Laufzeit. 2 Stunden, okay, ey, das ist armselig. Kannst vergessen. Auch kein Mensch. Ich schick dir mal diese Transmitter. Ich nutze aktuell den DG60. Und wenn du den. Du hast eigentlich auch keine Verzögerung mit dem ersten, mit dem grünen. Mit dem zweiten ja auch nicht. Aber irgendwie durch Voice Meter, durch Stream-PC zu Zock-PC habe ich ja doch eine Verzögerung. Keine Ahnung, wo die Verzögerung genau ist. Ich dachte erst im Bluetooth, aber irgendwie. Zu solche Sachen nutze ich Audio. Ja, warum schreibt man denn True Wireless? Was soll der Blödsinn? Verstehe ich nicht. Ist immer TWS. Ist halt T-True Wireless. Ist halt auch bei Ampow. Unter dem Namen Okay. heißen die halt. Genau, also. Die Sachen. Die habe ich halt, die nutze ich halt da, weißt du? Die sind noch super stark. Also eigentlich keine Verzögerung. Nur ich habe bei Verzögerung. Ja, einmal Voice Meter, einmal Stream-PC zu Zock-PC und so weiter. Da verliert es halt so ein bisschen. Ich weiß nicht genau. Oder bei Voice Meter an sich ist die Verzögerung. Weil ich habe auch selbst Verzögerung, wenn ich am PC höre, wo es direkt angeschlossen ist. Aber es sind super Dinge. Und dann das andere, das DG60, das zweite, das schwarze da, kannst auch mehrere anschließen, zwei gleichzeitig. Pairn. Achso, bei dir hast du echt ganz normal auf dem Bluetooth-Ding oder was? Okay. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die latenzfrei sind. Also. Spielen würde ich damit nicht. Hast du mir jetzt Kopfhörer rausgesucht? Nee, oder? Du hast nur Sennheiser mir geschickt. Okay. Gut, Ich habe gut. dir den Link geschickt, den du haben Perfekt. wolltest. Wegen. Genau. Aber. Guck gerade. Glaube, es gibt nicht mehr so günstige. Okay, 22 Euro. Das ist ja auch noch jetzt, ist auch noch nicht so schlimm. Einfach normale In-Ear mit Kabel. Hier bei IE ab um die 100 Euro kann man halt schon das Kabel wechseln. Ja, nee, also. Muss ja nicht. Also war bei etwas über 20 Euro. Wo haben wir sie? Ja, 20 Entweder ist ja im Rahmen. 35, 29. Sind halt Standarddinger, ne? Macht schon nichts. So, du hast noch gar nicht. Achso, Genau. das willst du, zeigst was, nicht, schickst nicht. Ne? Ja, also einmal für 23 Euro. Also ich schicke dir einfach alle drei Ja, schick mal Links. links und dann kann ich mir direkt anschauen. So. Hier. So. Halten die aber auch im Ohr? So Also, dünn, dünn, wie egal sie welchen du sind? holen würdest, Ja. kannst die Dinger ja testen, ne? Würde ich immer Memory Schaum Ohrpolster für 8 Euro noch dazu bestellen. Ach so, muss ich noch. Okay, hat Am keiner besten, von denen. eventuell, das habe ich jetzt noch nicht geguckt. Also, meistens haben Sportkopfhörer die Dinger dabei. Das ist alles Leder hier, ne? Was eigentlich, was ich gesehen habe, so.
Leder. Oder? Ja, das ist noch Leder, doch. Du meinst die Ohrdinger? Ja. Ist das nicht Silikon, so wie immer? Weiß ich nicht. Ach so, oder Silikon. Okay. Sieht jetzt aus. CX40, das CX30. Und das da, der klang auch gut, oder was meinst du? Gucken, ob es hier welche Beyer Dynamic 129 Euro. Ja, die sind bestimmt auch gut. Das ist aber krass um dieser Preis. Ich könnte die CX300, die würden heute sogar noch ankommen, probieren. Ich würde auch gleich die großen nehmen, glaube ich. Macht Also schon Sinn. die 300, da würden heute sogar noch ankommen zum Test. Okay, die mittleren. Ja, also die würden noch so, die anderen kommen, sind halt Dienstag, Montag. Die anderen würden heute noch ankommen. Ich Same glaube, Sennheiser bietet keine Sportkopfhörer Day. mit Kabel an, weil die haben ja meistens diese Mary-Schaum-Dinger noch dazu. Und diese Memory-Schaum-Dinge hast du mir auch geschickt, oder? Das hast du mir nur gezeigt. Das hast du mir nur gezeigt, glaube ich. Moment. Schaum. Ohr. Das alles Ah, auch ich habe es zum. falsch geschrieben. Okay. Nee, doch. Nee, da. Es gibt sogar ein neues Modell. 300S steht da unten bei Amazon immer. Von Sennheiser. Stimmt das dann auch immer, wenn da steht, unten gibt ein neues Modell? Ist das dann auch richtig? Meistens, ne? Ich komme aber nicht heute. Egal. Also es gibt auf jeden Fall wohl noch S-Versionen, wie ich hier sehe. Genau, das sind die neueren. Was auch immer die S-Ending heißt. Super oder duper. Achso, du hast noch gar nicht geschickt, die Dinger. Ich öffne den letzten Link. Ich dachte, du hast schon Schaumstoff. Mal gucken, welche am besten natürlich möglichst viele zum günstigen Preis, ne? Weiß ist dir die Farbe eigentlich egal. Sollten schon schwarz vermutlich sein, ne? Mir ist das wurscht. Also eigentlich interessiert mir das nicht. Ich hatte auch lila Kopfhörer, hast du gesehen von Samsung. Die fand ich auch cool. Mir wurscht eigentlich. Ich habe jetzt weiße aktuell. Drei Paar finden 10 Euro finde ich schon ein bisschen happig, ehrlich gesagt. 12 Stück. Aber du willst natürlich auch was haben, warte mal, was nach möglichst auch schnell da ist. So. Das muss man, sieht man halt nur, wenn man es in den Einkaufswagen tut. Die haben 6.000 Mal verkauft, die sind richtig viel verkauft worden. Zu teuer, vier Paar 8,50 Euro. Größe Large. Das ist eigentlich aber schon besser, wenn verschiedene Größen dabei sind, dass du da so ein bisschen Testen kannst, auf ausfitten jeden Fall, kannst. ja. Müssen schon mehr, also sollten schon mehr Größen sein. Sollten schon. Weil Large ist auch nicht immer gleich Large. Ich habe normalerweise immer die größte Größe. Aber beim einen Paar, bei einem oder so, war bis jetzt nicht so richtig.
Immer. Ja, wenn man natürlich das Doppelte ausgibt, kriegt man anstatt irgendwie 12 Stück nun gleich 100 Stück. Oh Gott, ja, das ist ja übertrieben. Aber oder? Was heißt doppelte 20 oder was? Ha! Nee, nee, 100. 100? Anstelle 12, ja. Ja, das ist aber das Zehnfache, das Doppelte. Habe ich das? Nee, hab ich versprochen. Yellow Flag. Okay, was haben wir denn hier? Kleine Box. Small, Medium, Large. 10 Euro. Wäre Montag da? Ja, das ist bei dir vielleicht anders als bei mir. Ah ja. Ich habe hier direkt einen Amazon-Lager in der Nähe. Ich muss einfach nach dem Link klicken und schauen. Ach, du hast. Okay, schick mal. Ja, Sekunde. Ja, also auf die Schnelle. Das ist jetzt erstmal eine kleine Packung. Ist nicht günstig, sage ich mal, aber wenn man sich sicher ist, was man haben will, kann man sich ja dann immer noch mal ein großes Pack seiner Größe bestellen. SML. Das ist doch okay. Treiberkopfhörer aufsätze, felsenfester, halt beim Sportintensiv. Wo steht, dass es Stoff ist oder so? Ultra-Light-Form, okay, auf der Packung. Okay. Es ist ja im Grunde genommen Schaumstoff. Memory. Memory Form. Würde Mittwoch kommen, bis da steht. Ist kein extra Service hier. Aber im Endeffekt ist es ja egal. Also Mittwoch, aber trotzdem ist ich bestelle ungern, dass etwas länger dauert als ein Tag. Und die hier? Der war abgehoben und so, ne? Okay, dann hätten wir auch noch die hier im Angebot. Mal. Sind hier verschiedene Größen? Die zweiten Montag. Hier 0,5 mm ist, glaube ich, nur eine Größe, wenn ich das richtig. Ich finde ja eine Schachtel schon ganz dufte, die am Mittwoch ankommen. Gut, aber das ist ja. Muss ich jetzt selber gerade noch mal den Link hier checken. Das ist. Ach genau, das ist nur eine Größe, die brauchen wir nicht. Ja, ich könnte noch mal hier runter scrollen. Aber aus. Jetzt rufe ich die selber noch mal auf. Einmal das. Voila. Jetzt mal mir das Ganze, was ist mit dem, also mit dem Force Feedback hier? Riechst du dir alles? Das kannst du dir. Und du hast Bluetooth von Razer oder wie? Die halten 12 Stunden. Hast du gesagt? Nee, von Empor. So. Die halten sogar teilweise länger als 12 Stunden. Echt? Und kein Delay oder was? Oder doch? Ja doch, ein bisschen Delay haben die schon. Aber das kommt doch immer drauf an. Welcher Bluetooth-Standard. Mein Laptop hat, glaube ich, noch ein altes Bluetooth 4. irgendwas.
Und die Kopfhörer selbst sind eigentlich Bluetooth 5. Aber ich glaube auch auf dem Handy, wo ich Bluetooth 5 und irgendwas habe, da haben die auch ein bisschen Delay. Ist halt Bluetooth, ne? Ja, aber wenn ich dieses Avantri-Ding, was du da siehst, anschließe, direkt am PC und dann auch die Kopfhörer anschließe, also anschließe, habe ich kein Delay, aber wenn ich über den Voice-Meter und Stream-PC und so einen Scheiß habe ich dann Delay, warum auch immer. Macht Voice-Meter Delay ein bisschen? Ja. Ja, aber nicht eine Sekunde. Stimmt. Nee, das nicht. Das habe ich ja dann irgendwie. So noch am Schaumdinger suchen, oder? Ja, ja, also man kann es drehen und wenden, wie man will. Gibt es wohl in diesem Dreierpack immer nur. Ja. Da sind jetzt auch. Also ich brauche entweder groß oder ganz groß. Weißt du? Nur noch ein auf Lager. Ist schon den geschickt, oder? Donnerstag 4. August. Oh je. Ja, wird vermutlich auch nicht schneller ankommen. Ich sehe nicht, wie ich hier das mit dem. Auch Donnerstag. Und was war jetzt mit diesen? Welche Größe hat die? 5 bis 7 Millimeter. Nehmen wir halt, das ist halt Montag, das hier. Diese sind halt Montag hier, die da. Die Newbie. Die okay? Ja. Auf dem Foto sehen sie so aus wie meine. Sind die okay, oder? Dürfte wohl. Genau, die haben... S, M und L, aber ist das XL gibt es nicht oder sind nicht so klein, oder? Es gibt nicht XL für. Ich glaube nicht. Also eigentlich generell mache ich es halt so, ich kaufe grundsätzlich nur die großen und dadurch, dass du die ja richtig platt drücken kannst, die sind ja nicht so dünn wie die Standarddinger, sondern die kannst du ja richtig platt drücken, die Dinger, und die gehen dann im Ohr auf. Aber die passen sich halt im Ohr an. Die drücken sich aber nicht so stark, dass es dann wehtut, weil bei dem Gummi, das ist dann. Macht so. Pop. Die sind halt ein bisschen weicher. Dann, die sind ein bisschen weicher. Ja, bei meinem Gummi saugen sie sich halt voll und dann drücken sie voll, dass du halt nichts mehr. Das ist so. Die Luft ist komplett weg. Das Ohr kann gar nicht mehr atmen oder so, weißt du? Das ist halt dann. So Unterdruck hätte es im Ohr, habe ich bei manchen gehabt. Nee, aber das habe ich ja schon mal gesagt. Die Dinger füllen ja im Prinzip das ganze Ohr aus, ne? Genau. Also da kommt keine Luft mehr ran. Ja. Das ist komplett abgeschirmt. Da kriegst du auch soundmäßig halt die volle Dröhnung. Die Dinger haben halt auch den besten Klang. Aber Ohr wird nicht beschädigt oder so, oder? Nö, also die sind bequemer als die Standarddinger. Das Einzige, worauf man halt achten muss, die werden halt irgendwann hart, wenn die halt zu oft durchgeschwitzt sind. Irgendwann muss man die halt ersetzen, weil sonst werden die hart, spröde und irgendwann brechen die auch dann so ein bisschen. Also irgendwann sind die durch und dann musst du halt neue kaufen.
so ein bisschen wie bei Velourpolstern. Ne? Du musst ja auch ab und zu mal ersetzen, die Dinger, sonst hast du ja nur noch ein Stück Schweiß auf dem Olli. Mhm. Ja, so. Was sagst du? Ich sage, du testest die und wenn du dann irgendwann sagst, oh ja, die XL, Quatsch, die L, die finde ich gut, kannst du dir dann immer noch mal irgendwann so einen 20er Pack oder sowas nur dann kaufen. Mhm. Genau. Oder die Größe, die passt dann. Hm? Ja, die Größe wird ja meistens auch irgendwie geschrieben im Millimeter, habe ich da eben gesehen und vergleichst du halt die Produkte, ob das dieselben Millimeter sind, die L, mit dein L. Okay. Ja, die machen also wir die Sennheiser-Kopfhörer, ne? Die du abstellst, die werden hier ungefähr, weiß nicht, 300, 400, 500 Meter oder sowas von mir weg produziert. Dann geh die doch gleich holen, was ist denn das jetzt? Ja, da ist ein Shop. Der Shop nennt sich Flexdoor Shop. Egal. Kann ich im Prinzip machen, aber bis ich dir das geschickt habe. Die kommen doch eben morgen an. Naja, ich wollte es ja gerade sagen. Okay. Da ist Amazon schneller. Ja, klar. Weil ich schlafe ja bis nachmittags so. Stimmt, nee, bis stimmt nicht, aber. Also bis 22 Uhr kommt die an. Das passt dann schon. Muss dann noch schauen, ob es überhaupt noch geht. Ich probiere mal. Kann sein, dass es nicht funktioniert. Also Sennheiser ist keine Megafirma, ne? Ich weiß nicht, wie gut du dich da auskennst. Das ist jetzt nicht irgendwie mit manch anderen Sachen vergleichbar. Also ich weiß, dass Sennheiser schon für Qualität auch steht. Schon stark ist. Ja, ja. Nur du darfst dir jetzt nicht irgendwie so ein riesiges Imperium vorstellen, sondern das ist eher noch so ein bisschen familiärer, sag ich mal. Aber trotzdem, also ich kenne also, dass das halt für Qualität steht. Richtig, eigentlich teurer. Teuer als normal, aber dafür auch Qualität. Dafür zahlt man normalerweise gerne. Es ist halt made in Germany. Also das ist nicht designed in Germany und produziert in China, sondern das ist halt alles von Grund auf designed bis zur Produktion hier. Okay. Das Made in Germany macht es halt ein bisschen teurer, weil Deutsche kosten nun mal mehr Geld als Chinesen. Das ist nun mal so. Ja. Das kann sein. Und wenn sie dir nicht gefallen, schickst du sie halt wieder zurück. Machst du vorher noch die Ohren schön sauber und... Meine Ohren Wobei sind... die Ohrstöpsel werden meistens eh nicht dann die getragenen wieder zurückgesendet, glaube ich. Meine Ohren sind eh jeden Tag ziemlich verwirrt, weil ich schlafe ja mit Ohrenstöpseln, die sind aus Wachs. Das sind immer ein paar Rückstände, aber die kann ich kurz einmal auslaschen und fertig. Und Wachs ist doch nicht schlimm. Ja, das war jetzt mehr ein Spaß. Ja, aber ich sag ja nur gerade, weil mir das einfällt, was mein Ohr jeden Tag Wachs hat. Wachs mal gleich im Arsch, im Ohr. Trennte eh mich rein da und da. Was haben wir denn hier? Ich bin doch gerade am Klicken und schauen, dass ich hier das gebacken kann. Voll auf der Linie. Und warst du auch? Warst du auch? Ja. Okay, ich probiere es mal. Ich weiß nicht, ob es durchgeht. Kann auch sein, dass abgewiesen wird. Das weiß ich nicht. Da würde ich dann gleich SMS oder so kriegen. Oder E-Mail oder irgend sowas. Oh mein Lärm! Wann jetzt? Ja, ein paar gemütlich fahren hier.
Also ich komme noch nicht ganz zurecht, ich drifte noch ziemlich raus mit dem. Besonders hier bei dieser Stelle. Welcher Gang ist das bei mir? Und hier, wenn ich an den Curb komme, bin ich RIP, weil das ist so tief hier. Ich hebe richtig ab. Ich habe gesehen, du fährst hier auch ganz anders als ich. Du holst ja hier sogar aus. Ja, und du dann aber da aus, aber eigentlich sehr spitz die Kurve. Ich fahre jetzt sehr hier eng. Du kannst dafür raus beschleunigen, schätze ich mal. Genau, ne? Und das hier musst du wirklich gut bremsen. Ja, ungefähr bei 100 ist das bei mir. Und manchmal schaffe ich sie nicht richtig raus und donner über den Körper an die Wand. Die, mit der habe ich hier zu kämpfen. Also jetzt bin ich absichtlich ein bisschen langsamer gefahren, aber hier habe ich das Gefühl, verliere ich fast am meisten Zeit. Und die bist du eigentlich, falls ich vorhin Zugstart habe, geschmeidig gefahren. Ja. Sah auch bei dir geil aus, denn du hast so viel mehr Sicht. Bei mir sehe ich halt nur so sehr begrenzt. Okay, schon eine Sekunde verloren hier. Ja, meine Runde ist eh mal. Ja gut, so hintereinander kriegen wir eh keine Runde. Ne? Ein bisschen entspannt, gemütlich fahren hier vielleicht. Also. Ich bin hier mit dem Vierten. Boah, Vierter ist hart. Konnte ich mit dem Ding auch nur begrenzen, meinem BMW? Ich hasse die Kurve. Das ist die schlimmste Kurve auf der ganzen Strecke hier. Also die zwei Kurven hier. Die mag ich gar nicht. Ich fahre die ganz eng. Ich mag die hier nicht. Das ist meine Hasskurve hier. Ja. Zweiter Gang hier. Das hier ist tatsächlich meine Lieblingsecke. Echt, hier rauszukommen schnell ist so schwer, finde ich. Hier im dritten rein und dann hier Vollgas. Ich hang schon meiner eigenen Zeit 0,28 hinterher. Wegen der ersten Kurve, weil ich die nicht perfekt gefahren bin. Jetzt hänge ich schon 0,4 hinterher, weil ich die jetzt eine Kurve auch nicht richtig genommen habe. Das ist halt so krass. Halbe Sekunde bin ich schon langsamer als meine Zeit, meine Bestzeit. Kann ich ja genau sehen, ob ich da jetzt besser oder schlechter bin. Sag mal, wenn ich aufhole, bist du langsamer als sonst. 0,6 langsamer. Hier habe ich jetzt Fehler gemacht. Bisschen draußen gewesen. So, wieder meine Haaskurve. Genau so habe ich jetzt sofort. Bei mir ist immer sofort die Scheibe kaputt. Ich habe gegen Donner. Ich weiß auch nicht mehr, ob das Auto das ist, was ich vorher hatte, weil ich bin ja raus, habe irgendwas im Lenkrad umgestellt und dann habe ich mein Setup nicht gespeichert. Magie. Jetzt? Harry Potter vor mir oder was? Dein Zauberstab. Gott, die Kamera ist angemacht, vergessen. Tut mir
gar nicht an bist. Ich darf da nicht drauf, Alter. Ich kann da nicht anders, weiß ich, will sie den Köpfchen das mal an. Nicht über den Körper fahren auch. Ich mein Auto liegt so tief, Alter. Das glaubst du gar nicht. Das liegt fast dich. Also jeder Kieselstein wird mir am Arsch kratzen. Ja, meine Zeit. 0,4 langsamer als meine Zeit. Schön bergsteigen. Ja. Ich habe mich da auf dem Berg gerade verschalten. Okay, ich bin hier schon Sechster. Boah, ist blockiert. Wenn ich da runterbremse, blockiere, bin ich rippen. Oh. Schlafen. Oh, nein, ich wollte nicht, Entschuldigung. Du hast mir keinen Platz mehr gelassen, ich hab dir keinen Platz mehr. Du bist aber auch raus weggerutscht, oder? Ich war ja nicht in der Lage, dich zu sehen, wenn du irgendwo an der Seite bist. Ich bin ganz normal Linie gefahren. Ach, du hast gar kein Radar, ne? Ich sehe genau im Radar, wo du bist. Hast du schon mal das mal gesehen bei mir, wie es ausschaut? Bleib dir mal kurz stehen. Das ist in jedem Spiel, ist das eigentlich auch ACC, auch iRacing überall. Mal stehen. Zeig ich dir mal, wie das ausschaut. Das ist schon sehr, sehr geil. Weil ich brauche das, weil ich habe ja keine so große Sicht wie du, weißt du? Komm gleich. Ja gut, aber du kennst ja die Regel. Wer reinfährt, hat Schuld. Ja, aber trotzdem ist das halt geil, damit du siehst. Weil du zu zweit in eine Kurve fahren willst, bleibst du nicht auf der Linie. Niemand, weißt du? Dann lässt du den Platz im anderen. Wo bist du denn? Die halbe Strecke fahren. Jetzt warte mal kurz, dass ich dir das zeige. Bleib mal stehen. Drecksack. Ich stand die ganze Zeit da. Ja, aber. Nee! Ich stand da und du bist nur gefahren. Radars, was für Weicheier. Sector 1 ist 1.8 auf der Banks. Die Kurve hasse ich, Mann, hier. Die beiden. Eine Zeit hier zum Stehen, muss üben. Mach das. Kein Problem. Dass doch irgendwas steht. Stell dir vor, ich bin halt nur mit zwei Autos gefahren, ne? Mehr versucht zu fokussieren. Ich bin nur mit einem Auto gefahren. Naja, bei dir ist es ja okay. Bei mir, ich fahre halt mit 10 am Tag. Ja, zwei ein bisschen zu schauen. War doch mal einen Monat lang mit einem Auto. Was meinst du, was das dann für ein Mindblowing ist, wenn du dann plötzlich ein anderes Auto nimmst? Da drehe ich durch. Ich drehe schon durch nach ein paar Runden. Ja, weißt ja, wo ich hin will. Durchdrehen.
fahre jetzt einfach ewig diesen Wagen und irgendwann setze ich mich dann in Ferrari und denke mir, what the fuck? Sofort zurück. Oder ich feiere so hart, dass ich danach dann erstmal den Ferrari im Monat fahre. Genau so. Also der ist im Vergleich zum BMW schon schwächer, ne, der Ferrari. Auf jeden Fall. Kannst du mit nicht so fahren. Du bist da genau die gleiche Zeit mitgefahren. Nee. Ich hänge noch meine Zeit über eine halbe Sekunde hinterher. Oder fast eine Sekunde meiner eigenen Zeit. Nee, ich bin noch nicht die gleiche Zeit. Okay. Deswegen. Oh. Was denn? Das Grauen ist wieder da. Ich bin die ganze Zeit schon da. Das ist noch aber schlimmer. Ich habe keinen Sprit mehr. Stalker. Kann keine Runde mehr fahren. 0,9. Ich kann nicht noch 0,7 Runden jagen. Noch ein Liter, sagt er, habe ich. Ein Liter, ja, okay. Das ist nicht viel. 0,4 Runden.